So, hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei The Science Show. Wir haben uns ja vor ein paar Videos Nährböden hergestellt. Und jetzt wollen wir, dass da Viren und Bakterien optimal drin wachsen können. Deswegen brauchen wir einen sogenannten Brutkasten. Das ist eben ein isolierter Raum, in dem es besonders warm ist. Denn Bakterien und Viren wachsen besonders gerne dort, wo es warm ist. Wir möchten uns heute so einen Brutkasten ganz simpel und einfach bauen, ohne größere Hilfsmittel und ungefähr für 5 Euro. Wir zeigen euch jetzt, was ihr dafür braucht und wir haben euch in der Beschreibung einen Link zu einem Dokument, wo ihr das Ganze nochmal schriftlich zusammenfasst, inklusive einem Bauplan, runterladen könnt und dann nachbauen könnt. Also weiter geht's nach dem Intro. So, wir haben uns entschieden, das Ganze aus Styrodur zu machen. Das ist eine stabilere Form von dem Styropor, das wir wahrscheinlich alle kennen. Und wir haben das in der Größe von 25 x 25 cm entworfen. Das heißt, wir brauchen 4-mal solche Styrodurplatten, a 25 x 25 cm und 2-mal Styrodurplatten a 22 x 25 cm. Damit das Ganze auch zusammenhält, benutzen wir so ein schwarzes Gewebeklebeband. Was für ein Klebeband oder sogar vielleicht ein Styroporkleber ihr da benutzt, ist natürlich euch überlassen. Das Ganze zusammengefasst in der Beschreibung als Dokument. Also, dann fangen wir jetzt an, wie wir das zusammenbauen. So, also dann beginnen wir. Wir nehmen jetzt hier einmal 2 von unseren Styroporplatten und die müssen wir jetzt einfach mit unserem Klebeband miteinander verkleben. Dazu nehmen wir, ganz simpel, dazu muss ich nicht viel erklären, ein Klebeband. Tun das auf die eine Styroporplatte und kleben die andere dran. So, wir haben jetzt hier die ersten 3 Teile aneinander geklebt und jetzt kleben wir einmal die Rückwand ein. Das ist das etwas kleinere Teil mit 22 x 25 cm und da verwenden wir wieder natürlich dasselbe Prinzip. Nehmen das, nehmen unser Klebeband und kleben das alles ganz normal ein. So, wir haben jetzt hier die Rückseite eingeklebt. Jetzt müssen wir dem Ganzen noch ein Dach verpassen und dafür nehmen wir einfach wieder eine 25 x 25 cm Styrodurplatte, Klebeband und kleben das da ein. So, wir haben uns jetzt hier eine Box gemacht. Natürlich, der aufmerksame Zuschauer hat bemerkt, die Vorderseite fehlt. Deswegen müssen wir uns jetzt hier noch ein Stück Styropor nehmen. Im Optimalfall 22 x 25 cm. Das kleben wir jetzt hier als eine Art Türe rein. Dafür passen wir das hier einfach mal ein und nehmen unser bereits vorbereitetes Stück Klebeband und kleben das hier hin. So, wir haben jetzt hier unsere Kiste gebaut und damit wir die auch, wenn sie zu ist, wieder öffnen können, haben wir uns was überlegt. Wir nehmen uns jetzt hier so ein Stück Klebeband und kleben das mal hier so dran. Unser Gedanke dahinter ist jetzt, einen Griff zu bauen, zumindest so eine Art von Griff, damit wir das auch, wenn es zu ist, wieder aufmachen können. Und es scheint zu funktionieren, wir haben uns da nicht besonders viel Gedanken drüber gemacht. Und wenn das jetzt zu ist, können wir das hier mit dieser Lasche ganz leicht aufmachen. So, und das war die ganze Kiste eigentlich schon. Wir haben jetzt hier unseren Brutkasten. Wenn wir wollen, könnten wir da noch eine Zwischenetage reinmachen, damit wir einfach noch mehr Nährböden reinmachen können. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr das natürlich auch ein bisschen kleiner machen. So, wir haben uns jetzt hier unseren Brutkasten gebaut. Hoffentlich hat euch das Video ein wenig gefallen. Und vielleicht werdet ihr es nachbauen. Wie gesagt, schaut in die Beschreibung. Da ist nochmal ein Link zu einem Dokument, wo das Ganze nochmal dokumentiert ist. Wer hätte es gedacht, dass in einem Dokument etwas dokumentiert ist?
So, vielleicht habt ihr es bemerkt, dass wir zu den Dreharbeiten von diesem Video einen Livestream hatten auf Instagram. Deswegen folgt uns doch auf Instagram auf unserer Seite. Einfach The Science Show eingeben oder auf den Link in unserer Beschreibung klicken, um dem Kanal zu folgen. Wenn ich es nicht vergesse, ist es auch hier in der Infobubble verlinkt. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Video und hoffentlich bald auf unserem Instagram-Account. Bis dahin, macht's gut und tschüss!